Das sollte reichen. Es gibt mehr Material, als ich gedacht hätte. Das wird eine Weile dauern. Ich kann warten. Die Aussicht hier ist super. Oh, Scheiße. Ich habe Videos von Cops, die da Leute ermordet haben. Schon 5 oder 6 Mal. Dann muss ich hier weg, ohne die Killerpatrouille aufzuscheuchen. Keine Zeit. Kamera 11. Die sind hier? Scheiße. Und das ist sicher Kestrel. Verschwinde da, Marcus. Nein, wir brauchen ihn. Lebendig. Er kann unsere Liste der Namen bestätigen. Die Cops sind schon drin. Jetzt helfen dir keine schlauen Pläne mehr. Also Freestyle. Hey, Dello, ich habe einen Spezialauftrag für dich. Ergeben Sie sich! Hände hoch, keine Bewegung! Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Hey! Köpfe unten halten! Runter! Sucht nach dem anderen! Thank you.
seid hier die Guten!
Ich höre Sie. Alles okay? Ja. Ich bin in Sicherheit. Ihre Freunde haben den Kanal kurz freigegeben, damit ich mich bedanken kann. Tun Sie das, indem Sie auspacken. Auf jeden Fall, mein Freund. Passen Sie auf sich auf. Ich gehe nie wieder nach Alcatraz. Nie mehr. Du musst den Traum leben, Mann. Eine Flucht von The Rock? Das ist 100% genial. Erzähl doch mal. Okay, Erzähl doch mal. Lass den Scheiß, Mann. Bitte, pass auf. Bitte. Ich würde jetzt gern ungefähr ein Jahr schlafen, wenn das für euch okay noch ist. Noch nicht. Auf. Okay, gut, bin wach. Und voilà. Bei uns ist jetzt Stadträtin Miranda Comey mit ihrer Meinung zum neuesten Schlag für Oaklands sinkendes Ansehen. Danke, Charlie. Aber ohne das stets wachsame Auge der Öffentlichkeit und einen sehr entgegenkommenden Augenzeugen würden wir diese Unterhaltung hier gar nicht führen. Ich möchte hiermit bekannt geben, dass wir bereits eine umfassende interne Untersuchung veranlasst haben, in Zusammenarbeit mit der Polizei von Oakland. Wir wollen den Namen des Oakland PD reinwaschen. Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Mitarbeiter des Oakland Police Departments wollten Oakland mithilfe prädiktiver Analytik sicherer machen. Stattdessen konnten einige dort Korruptionsverbrechen, die etwas verbergen, das ehrliche Polizisten vor Entdeckung und Vergeltung schützen sollte. Sie wurden Drogenbrücken und so die um sich werden. Wieder und wieder und wieder. Ein Aufzug der Untersuchung ist auf die Lila bereit, doch der Wahrschuldige, Blumsverrechtsalgorithmus, bleibt außen vor. Vielleicht ist das System vorurteilsfrei, wie Blum behauptet. Oder vielleicht wird es missbraucht werden, weil diese Filter, Genossen haben, Schacht, Machtlung, alle Anforderungen gehabt waren. Ohne Veröffentlichung des Records werden wir es nie erfahren. Netzwerk hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt.